Ja, ja, okay. Da ist sie! Mörderin! Da ist die Mörderin! Raus hier! Raus hier! Oh shit, oh shit! Was geht, Leute? Andrew Fox ist wieder am Start. Ihr wisst Bescheid, es ist Halloween, es ist die dritte Nacht. Und ich habe mir überlegt, es gibt was Tolles. Phasmophobia, jeder kennt's. Auch ich habe jetzt mal angefangen, damit zu spielen. Es ist ein Horror-Koop-Ghostbusters-Game, würde ich jetzt mal sagen. Richtig interessant, hab schon ein bisschen reingeschaut. Und gleich kommen noch Freunde dazu. Und dann rocken wir das Teil. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Ja. So, okay. Gott, bin ich aufgeregt. Was nehme ich jetzt? Das, was übrig ist. Jetzt, boah, ich, warte, machen wir noch ein Selfie? Gib mir die Kamera. Okay. Okay. Stellt euch mal zusammen. Ich schock mich schnell. Ich muss wieder einmal 3 Meter machen. Sag mir wo. Alter, wie das aussieht! Lächeln! Also ich bin nicht drauf, aber immerhin seid ihr drauf. Das Einzige, was drauf ist, ist dein Daumen, du Schwamm. Also ich sehe euch gut. Sag mal bitte, was ihr alles im Inventar habt, was ihr für Geräte schon genommen habt. Also ich habe die Kamera und... The Camera. Okay. Ich habe eine Blaulicht-, Rotlicht-, Schwarzlichtlampe, irgendwas. Okay, ich habe eine Taschenlampe und das Buch. Okay. Weil wir haben hier noch tatsächlich dieses, Ja, ja, okay, okay, ich nehm's ja schon. Sag mal das Radio. Sehr schön. Anders sollte ich nicht. Wer hat den Schlüssel? Seid ihr bereit? Wer hat den Schlüssel? Ich hab den Schlüssel, ich! Der Asiate. So gut, okay. Auf geht's. Los, Asiate, komm, follow me. Follow you und follow us. Boah, können wir Licht anmachen, bitte? Du hast doch Licht, du bist doch die mit der Taschenlampe. Ach so. Ich mach erstmal Licht an hier. Ja, ja, das. Musst du auch dann irgendwann B drücken, damit wir auch, wenn du jetzt in einem anderen Raum bist, damit wir dich verstehen können. Was für ein B? Ich habe keinen B-Knopf. B musst du drücken. Oh shit, Ich bin doch ja, in VR. Ich hab meine Kamera fallen gelassen. Oh Mann, die war teuer. Oh mein Gott. Was? Der Hase. Wie geht die Tür auf? Wo ist der Hase? Kann man, ist es wie bei Thief Simulator, oh, okay, dass man hier okay, Geld okay. bekommt, wenn man Sachen klaut? Nein, wir wissen doch gar nicht, was wir machen müssen. Wir haben noch nicht mal Ach so. Flo, du bist... Also ich Lara ist auf dem Weg. Ja, les mal vor. Nee, Marcel. Das ist, Bedenken Sie, um welche Art von Geist es sich handelt. Erstens. Zweitens. Finden Sie die Beweise für übernatürliche Ereignisse mit dem EMF-Reader. Okay, wer hat das EMF-Reader? Nicht. Wer hat das EMF-Gerät? Also ich glaube, ich habe das EMF. Ich weiß nicht, ob das der Reader ist. Das da? Machen Sie ein Foto vom Geist. Perfekt, Foto vom Geist machen. Das finde ich mal eine klasse Aufgabe. Da scheint man sich überhaupt nicht in die Hose. Ja, ja, okay. Da ist sie! Mörderin! Da ist die Mörderin! Raus hier! Raus hier! Okay, hindern Sie den Geist, Sie heimzusuchen mit einem Kruzifix. Kruzifix haben wir natürlich, weil wir haben nicht genug der Cola dafür. Ich habe für Sie einige weitere Untersuchungen durchgeführt. Sieht aus, als wäre der Name des Geistes Karen Martin. Dieser Karen Geist Martin. Scheint... Karen Martin. Oh, Karen, okay. Karen Martin. Dieser Geist scheint sowohl auf Gruppen als auch auf jemanden, der allein zu antworten. Sprechen Sie den Namen des Geistes aus, um ihn zu verärgern. Okay, ich werde das tatsächlich nicht. Hey, Karen! Okay. Karen. Oh nein, mach's mal nicht! Bitte! Also nur damit jeder Bescheid weiß, das ist der süße Marcel. Ja, Marcel. Der süße Flo. Hallo. Und Lara. Okay, okay, ich verstehe schon. Hi. Dann gehe ich allein. Ja, hier hat auch gerade das Licht geflackert, hier in dem Raum. Genau. Wow, okay. Was denn? Da ist ein Bad. Oh Mann, natürlich ist da ein Bad. Hier ist dunkel. Mach mal Licht an, hier ist dunkel. Geh doch rein und mach selber das Licht an. So, wer hat dieses Gerät mit diesem, Alex. Ein Ouija-Board. So eine Schwarzlichtlampe. Oh, das brauchen wir. Das stand doch da, oder? Oh, wow, wow.
Ich hab, Button! Da kann man Licht anmachen von dem Ouija-Board. Was? Es ist ein digitales. Genau, wir können hier Fragen stellen, wir können Fragen stellen und ja. Okay, okay. Sag mal, wie alt oder so. Nein! Was hast du an? Okay. Karin, was trägst du gerade? Oh ja, genau mit der Stimme. Leute, der Wasserhahn läuft. Ach du Scheiße, war das jemand von euch? Ist das gut oder ist das schlecht? Nein. Ich glaube, das ist nicht so gut. Da ist ein Handabdruck auf der Tür. What the heck? Wollen wir hier vielleicht raus? Was? Was? Ich bin hier weg und das Licht ist aus. Ich blick nix. Doch, jetzt schau. Lass mal gehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alleine im dunklen Raum? Seid ihr da wahnsinnig? Ich sehe hier nicht mehr. Warte, ich komme. Ich will hier raus. Ich komm raus. Ja, ne? Okay, außer drei. Ich bin Stimmen. Ich höre Stimmen. Ja, schön, wenn ich das. Karin, hallo. Der Alex und Niki haben erstmal die Flucht ergriffen. So, erstmal möchte ich. Weg, jetzt machen wir erstmal schöne Musik hier an. Irgendwas von Bibi Blocksberg. Ich hab die Idee. Okay, wer hat die Nachtsichtkamera? Also die andere Kamera stellen wir dahin und dann gehen wir zum Van zurück und schauen uns das an in Nachtsichtmodus. Vielleicht sieht man den dann. Ja. Und dann eben gerade, wo wir hier hinten waren, da kam die ganze Zeit so eine tiefe, dunkle Stimme. Ja, ja, ich dachte, es war Flo. Was? Nein. Also. So in der Tiefe. Warte mal, habt ihr die ganze gehört? Vibriert auch euer Rücken so? Nur bei mir. Mein Rücken vibriert nicht, ich hab mich tot erschrocken. Er hat gerade bei mir an der Tür geklopft, Alter. So, und derjenige, der dieses, Ja, war ja klar, dass Lara sich erstmal die Schuhe anschaut. hey, nein, ich wollte das Buch mitnehmen, natürlich. So, derjenige, der dieses... Alex, du musst jetzt in diesen Raum hier bitte reingehen und den Geist fragen, wie alt er ist. Ja, und dann macht ihr die Tür zu, gell? Ich kenne euch, ihr aus dem Internet, ihr macht sowas. Ja, geh doch. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wie heißt du? Ja, das kann man anklicken. Musst du nicht ihren Namen sagen oder so? Okay, ging das Licht gerade an? Ja, einmal ganz kurz. Da, wo ich bin, ist auch Ausschlag. Jetzt höre ich einen Atmen. Ich auch, oh mein Gott, ich bin hier raus. Oh Mann, lass mich nicht alleine. Ey, ganz ruhig. Oh, ach so, das war Flo gerade. Können wir mal in den Keller gehen und die Sicherung wieder reinmachen, bitte? Ja, ich bin hier so lost, weil ich sowas von null sehe. Okay, warte, ich komm nochmal zurück. Ich sehe was, aber ich bin trotzdem lost. Wo ist hier die Tür? Leute, hallo, hier hinten. Oh, okay, dann war ich komplett falsch. Ich würde sagen, Lara geht vor. Karin oder Karen greift jetzt niemanden. Okay. Oh, ja, dann müssen wir jetzt mal den Keller finden. Nein, wir müssen in den Keller. Die Tür knackt. Das ist, glaube ich, die Treppe. Ja. Hier ist, glaube ich, der Keller. Lass die Treppe doch knacken. So, Lichter gehen wieder. Die Schwarzlichtlampe, die ist aber auch zu nichts zu gebrauchen. Ja, Entschuldigung. Nein, meine Lampe, nicht deine. So, ey, wir können das die. Das flackert schon wieder. Oh, ey, vor mir. Ich höre Stimme. Oh mein Gott, ich bin raus. Okay, gehen wir wieder zum Van erstmal. Ja, bitte. Erstmal fokussieren. Ja. Den Flo ich glaube, auch nicht tot mehr. Ist. Hä, wo ist Marcel? Ja, Flo ist tot. Nein. Der ist tot. Oh Gott, Alex hat nur Alex hat nur 1% Sanity. Guck mal. Oh, Marcel, du hast nur noch 14% Sanity. Ja. Ich bin null. Das ist sau schlecht. Kann man da irgendwie was machen? Oh. Irgendwie Kinder. Katzenfotos anschauen? Kinderfotos? Nein. Oh mein Gott. Der Geist erscheint. Haltet die Kamera bereit, dass wir den fotografieren können. Nicht einfach losrennen. Aha. Ich hab keine Kamera. Ich hab die Kamera, sorry. Ihr habt alle wild umher rumgeschrien, dann hab ich Panik bekommen.
Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich höre nur Schritte und das macht mir Angst. Ganz ruhig, Lara, ganz ruhig. Ich streichel dir deinen imaginären Kopf. Aus der Ferne. Ja, danke, das ist sehr nett. Alles gut. Marcel, du hast die Taschenlampe. Ich weiß, aber ich... Da ist halt so dunkel. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich glaube, ich bin tot. Echt? Ja! Nee, du hast noch 41%. Ich bin irgendwo in der Geisterwelt, oh mein Gott, ich will hier raus. Das ist deine Schuld. Ich steppe jetzt auch, garantiert. Das ja, bestimmt. Komm zu... Okay, was soll ich machen? Soll ich... Oh Mann, ich brauche eine Waffe. Waffeln. Ich würde sagen, wir schießen ein bisschen ab. Erfolgreich misslungen die Mission. Wir haben nix. Ach. Ja, hier liegen sie beide tot da und chillen erstmal die Base, ey. Ja. Ich kann euch beobachten, das ist so witzig. Das Problem ist, haben sie wenigstens die Taschenlampe da gelassen? Auch hier. Achso, die hast du auch. Was? Scheiße! Lass mich doch zu! Die ist zu! Oh mein Gott! Du bist tot, Junge! Okay, die Mission ist ge. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, der kommt! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Alex, warum stehst du nur da? I'm dead! Was zur Hölle? Toll! Oh Gott. Toll! Mission fehlt! Mission fehlt! Komm, wollen wir einfach eine neue anfangen? Los! Wir sind voll die Noobs! Schön, ich hab überlebt, Mission. Ja, und jetzt fährt er auch noch weg! Er fährt einfach weg! So ein Sack! Jetzt sind wir alleine. Hast du gerade Flo's Kopf gestreichelt? Gar nicht gewusst, dass du das siehst. Doch, ich hab das gesehen. Michael, warte mal, Alex, warum ist deine Sanity gerade schon um 2% runtergegangen? Stimmt doch gar nicht. Hä? Ja, weil ich halt doch, Angst habe bei so. Die geht die ganze ja, Zeit auf. Ich bin halt nervös im Gegensatz zu dir. Okay. Ein kurzes Briefing, wir brauchen einen Leader. Ja, ich würde sagen, Marcel ist der Leader. Du sagst jetzt, wie wir das machen sollen. Das ist keine gute Wahl. Er hat überlebt also am Ende. Sagen, jeder außer mir. Ja, weil er weggerannt ist oder nicht. Also ich finde, Marcel ist kein guter Leader, weil er hat mich einfach zurückgelassen. Okay, ja gut, er war das wirklich mit der Stimme. Ihr werdet schon sehen. Wir haben uns alle vier für diesen Job beworben und dann müssen wir jetzt alle durch, sonst kriegt keiner das Geld. Und Odin braucht Futter. Ich habe mich nicht beworben, ich bin das hier aufgewacht. Ich habe für Sie einige weitere Untersuchungen durchgeführt. Du bist in der Wand drin. Das sieht nicht gesund aus. Sieht aus, als wäre der Name des Geistes Lisa Harris. Dieser Geist scheint nur auf Personen, die alleine sind, zu antworten. Sprechen Sie den Namen des Geistes aus, um ihn zu verärgern und ein paar unnatürliche Ereignisse zu bekommen. Oh, ihr und eure Taschenlampen. Ziehen Sie auf das Journal zu Rat und vergessen Sie nicht, Ihre Beweise auf der letzten Seite zu notieren. Nicht vergessen, gell? Also, ja, und jetzt alle mal zusammenreißen, weil alleine, wenn wir den Namen sagen, können wir Sie vielleicht mit einem Bild einfangen. Okay, ich habe eine Kamera, das heißt, ich rede nicht mit ihr. Warte mal, wir müssen ja alleine... Nee, wir müssen ja alleine sein, damit sie kommt beim Namen. Also musst du mit ihr reden, weil du die Kamera hast. Oh nein! Ciao! Los geht's. Oh boy. Okay. Das war schon gruselig. Sieht der Geist eigentlich auch Licht? Was? Ob der Geist auch Licht sieht? Denk dran, wir sind Profis. Du musst doch aber alleine sein. Ja, sowieso. Ruf sie doch mal, Lisa Harris. Nein, das werde ich jetzt noch nicht beim Namen nennen. Ich will einfach nur wissen, wo sie ist. Also willst du erstmal nach EMF-Signal gucken? Wo bist du? Nicht erkannt. Lass mich mal zuerst in den Raub reingehen, dass ich da alleine bin. Vielleicht mal klar. Boah, das ist so gruselig, dieses Haus, ne? Ich finde das gerade voll lustig. Lara, nicht erschrecken, da ist schon wieder ein Teddy, gell? Nicht, dass du dich wieder erschreckst und alle dann Panik schieben und dann wieder zurück zum Wählen wollen. Ich weiß nicht, was du meinst. Ah, guck mal, Alex, da bist du. Das ist doch der Bruder, das ist Calvin Harris, ha!
Oh, really? Achso, nein. Oh. Es schlägt aus, es schlägt aus, oh mein Gott! Was ist mit der Tür los? Die Tür. Soll ich die Kamera hier stellen? Oh mein Gott! Was denn? Es ist doch nur Marcel! Ich hab mich so vor dem Schatten erschreckt! Kann doch nichts für seine Hautfarbe! Oh mein Gott! Und dann die Kamera ausrichten Richtung Raum einfach. Genau, und dann gehen wir mal gemeinsam zum Bus. Ich würde nicht länger. Das sieht bestimmt von außen richtig sexy aus. Ich ist so wie so ein Model. Okay. Moment, ich stell um. Gehört. So. Nee, ah ja, perfekt. Ich hab. Nur, es war halt kalt in dem Raum, wenn man da in dem im Wohnzimmer. Okay. Das bitte im Buch eintragen. Okay, wer hat das Buch? Ich bin 1A Kameramann, Alter. Ich sollte Pornos drehen. Bitte drück dich nicht. Was? Ja, wir können die auch, dann lass einfach. Ja, okay, wer geht mit? Geht ihr mal die Kamera umstellen. Wir machen mal Licht an. Sonst, ach, du bist Lara. Ich hab schon wieder nicht gemeint. Okay, ich hab nur meine Schwarzlichtlampe. Ach, du meinst die Deckenbeleuchtung. Smart, Alex, sehr smart. Na du, öfters hier? Nee, eigentlich nicht. Ciao. Also, ich war in das Geisterhaus. Oh, da kommen sie, man sieht eure Taschenlampe. Ja, ja. Beruhig dich, Lauf Lara. Mal. Beruhig dich, ganz ruhig, jetzt Lara. Jetzt müsst ihr mich auf die Kamera zukommen sehen. Ja, ich hab die Kamera. So. Dieser Geist scheint nur auf Personen, die alleine sind, zu antworten. Yo, Lisa, was geht? Siehst du da? Wie alt bist du? Alex, diesen... Wie alt? Ist das die Taschenlampe oder ist das so ein Lichtpunkt? Siehst du den auf der Kamera? Okay. Soll ich hier am Hauseingang warten oder soll ich einfach in den Bus gehen? Naja, das ist wahrscheinlich von der Lampe, von der Raumlampe. Meinst du? Halt so weit... Ich glaube nicht. Ich denke schon. Ich möchte auch mal da reingehen. Ich gehe jetzt warte auch mal. Warte mal, seht ihr mich auf der Kamera? Ja, ne? Ja. Willst du mitkommen, okay. Alle? Ja, okay. Oh shit. Lisa, du hast doch nur Angst. Schreibe ins Buch. Nee, ich glaube, du hast dich mit. Was ist? Hallo, Lisa. Warte, ich mach das Licht hier auch nochmal aus. Oh komm, wir gucken erstmal noch ein bisschen zu. Hallo, was Lisa, jetzt? Hallo. Ich hab's dann mal reingehen? Ach komm, wir gucken noch ein bisschen zu. Yo, boy, Geist. Jetzt. Ja, stimmt, Raus. Ey, sie kommen. Was? Habt ihr die Kamera? Nee, aber sie ist hinter uns. Renn, lauf zum Bus. Mach. Ich hab eine Stimme gehört. Ich bin Schritter. Ich will einfach nur raus. Ich hab den Geist gesehen. Die ist uns gerade hinterhergelaufen, Junge. Ich nehme so, jetzt die Kamera in die Hand, die Kamera, ja? Draufstehen? Ja, ja, okay. Da ist sie! Mörderin! Da ist die Mörderin! Raus hier! Oh shit. Raus! Weil ich sie gesehen habe! Ich hab sie gesehen! Ich hab ein Foto gemacht! Hä? Ich sehe sie gar nicht mehr. Killer! Zeig, Kapitän! Da sieht man gar nichts! Wow. Okay, also wieder rein. Bis gleich. Also wieder rein in den Keller. Mann. Aber ich hab sie gesehen. Die richtige Taschenlampe, Flo. Wir haben ein Foto vom Geist gemacht, es ist eingetragen. Sehr das gut. Heißt, Flo, wir haben es geschafft. Ja, Foto vom Geist gemacht. Wir müssen rausfinden, was für ein Geist es ist. Ja, wir okay, haben warte, lass mal erstmal. Also, eine Oma mit Sense. Eine Corona-Verleugnerin mit Sense. Kugel. Jetzt mal vorhin auf dem Bildschirm bei der Kamera, die aufgestellt war, da war die ganze Zeit so eine Lichtkugel. Nein, und das war bestimmt... Gefragt, ob... Nee, nein, das war ja, bestimmt das nur vom... Leuchtete Karte. Ich hab gegoogelt. Was meinst du denn? Das sieht man nicht. Das war eine kleine weiße Kugel, die die ganze Zeit genau, durch... Das ist es, das, ja. Ach, das ist doch eine Motte gewesen. Das war doch eine Motte. Oh Mann, Alex. Also, haben wir das auch. Wir müssen noch ein Geisterbuch holen und da in den Raum, wo gerade die Action war, und mal vielleicht, dass er einträgt. Okay. Ich bleib an der Tür und hoffe, dass die Tür nicht zugeht. Und ihr schmeißt es einfach rein. Soll ich... Hier liegt das Buch, hier muss es jemand einsammeln. Los, sammelt jemand ein, bitte hier. Hallo. Ich hab's. Hier ist es. Zurück. Gut. Da steht aber jetzt nichts drauf, ne? Nee, da steht nichts drauf.
Aber ich messe mal kurz, wo es Gefrierbrand gibt, also die Frierfrost. Da einfach mal auf den Boden legen, das Buch, und dem Geist drum bitten einzutragen. Okay, ich leg sie auf die Tür in die Mitte. Ist Spalt aufgegangen. Sei ruhig. Leg. Leg hin und geh raus, die Tür ist aufgegangen. Schreibe Geist, bitte schreibe ins Buch, bitte trage deine Gedanken in das Buch. Deutlich, Flo, bitte deutlich. Bitte gib uns ein Zeichen. Sag, bitte gib uns ein Zeichen. Oh, shit. Oh, Junge, was machst du, alter Herzinfarkt? Oh, Mann. Vielleicht musst du die Tür zumachen. Marcel! Die Tür ist zu! Fuck, die Tür ist zu! Lass uns raus, Marcel! Ich bin unschuldig! Oh mein Gott, wir müssen hier raus! Wir können! Leute, ihr müsst ruhig werden! Ich bin tot! Komm, mach die Tür auf! Mach die Tür auf, geh raus! Oh mein Gott! Komm raus, Alex! Komm raus! Oh mein Gott, Alex ist tot, scheiße! Ich auch! Der Geist war ein Phantom! Es war ein Phantom! Och Mann, ich hab's euch doch gesagt, Mensch! Also wirklich, seid ihr denn dumm? Das haben wir doch gesagt, Phantom. Okay, ich habe für Sie einige weitere Untersuchungen durchgeführt. Sieht aus, als wäre der Name des Geistes Donna Williams. Dieser Geist scheint sowohl auf Gruppen als auch auf jemand, der alleine ist, zu antworten. Sprechen Sie den Namen des Geistes aus, um ihn zu verärgern und ein paar übernatürliche Ereignisse zu bekommen. Ziehen Sie oft das Journal zu Rat und vergessen Sie nicht, Ihre Beweise auf der letzten Seite zu notieren. Mir ist gerade was ganz Wichtiges aufgefallen. Das heißt, jedes Mal, wenn wir einen Namen haben, müssen wir ihn auf Englisch aussprechen. Das heißt nicht Karen, sondern Karen und nicht Lisa, sondern Lisa und all sowas. Donna Williams. Weil das ja, das heißt ja dann Donna und nicht Dona. Mensch, Dona! Also immer so dieses Englisch betont. Okay, finden Sie Beweise für übernatürliche Ereignisse mit einem EMF-Reader. Entdecken Sie, um welche Art von Geist es sich handelt. Hindern Sie den Geist, Sie heimzusuchen mit einem Kruzifix. Haben wir eins? Nein, haben wir natürlich nicht. Lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geister-Events werden. Was heißt das? Okay, Clara ist dran. Wer wird geopfert? Was? Ich gehe jetzt. Das ich will nur mal kurz anmerken. Ich habe eine. Ja, das habe ich doch gekauft. Nimm mit. Ich habe das jetzt schon geknickt. Das heißt, wir sollten jetzt schnell rausgehen, sonst ist es bestimmt leer. Oh Mann! Warte mal. Oh ja. Fetter Audi, Alter. Das ist sehr hilfreich. Hallo, könnten Sie bitte aufhören damit? Hallo. Das ist Lärmbelästigung um die Uhrzeit. Ja, okay. Oh, es wird kalt! Oh. Komm, dann gehen wir auch mal hoch. Jo, mal gucken, kalt, was die drei. Kalter? Hier, warte, dann nehme ich jetzt mal den komischen Geist. Marcel, es ist hier in dem Zimmer. Hier. Ich habe auch hier gerade mal einen Ausschlag gehabt. Es ist definitiv hier im. Ja, es ist in diesem Zimmer, Also, es ist auf jeden Fall. Hier oben ist was, ja. Wir könnten das Buch mal da hinlegen. Ist das nur bei mir, dass die Geisterbox rauscht? Radius an. Ja, ist klar. Okay. Kann man das ausmachen? Guck mal, ob wir auf Lara, geh nicht alleine rein. Ich wollte dich dann machen. Die Schwarzlichtlampe. So, wo denn? Serious Business hier. Radio? Oh, fuck. Also, hier sehe ich nichts. Oh, irgendwo. Fuck. Geh rein. Was? Warum ist das? Oh, Gott. Wo ist das Buch hin? Leute, hier ist arschkalt. Oh, hey. Ja. Okay, warte, ich hab das Buch doch. Oh, Mann. So, da ist ein Buch. Da steht. Oh, er hat das. Lief, oh, okay, wir haben was im Buch drin. Okay. Leave or die. Okay, wir haben schon mal ein. Was muss denn davon ein Foto machen? Ich dachte, man nimmt das jetzt einfach mit, oder? Ja. Nee, mach mal ein Foto, bitte. Okay, geh mal weg, bitte. Eigentlich müsste ein Foto gemacht werden, bevor es aufgenommen wird. Jetzt ist es kalt wieder. Ausschlag 3. Minus 10 Grad. Soll ich das Buch mitnehmen oder nicht? Rausgehen? Ja, genau. Nimm raus und komm. Ich leg das Buch ins Van, ja? Ich leg das Van ins Buch. Leg den Van in das Buch. Also. Beweis. Warte mal kurz. Können wir mal kurz klären, ob Alex der mit dem Schnappatem ist oder ob das von dem Geist kommt? Alex. Oh, sorry. Okay. Ich versuche nicht zu atmen. Alles gut. Ich wusste nicht, ob es von dir kommt. Dass wir den Namen rufen und wenn er auftaucht, dass wir ein Foto machen von ihm. Was war denn nochmal der Name? Donna und? Williams. Donna Williams. Okay, Donna Williams, bist du hier? Meint ihr, die Kamera steht so gut? Boys.
Also. Donna Williams, wie alt bist du? Was machst du? Wo treibst du dich rum? Gebe mir ein Zeichen. Fick dich, Donna. Donna, du bist ein Arschloch. Okay, also dann gehe ich jetzt in dem Raum, wo der Wecker steht. Okay, und jetzt ruf ihn. Jetzt hier alleine drin bleiben und. Ja. Ruf ihn mal. Ich höre ihn. Ey, hallo, lass mich raus. Oh Gott, ey. Lass mich raus. lass mal in den Van. Alter Schwede. Die Kamera steht doch da. Lass mal in den Van. Okay, lass uns raus. Bitte erst briefen, lass uns briefen. Zwei. Junge, die Tür geht zu und innerhalb von einer Sekunde hört man nur noch so. Oh mein Gott. Oh Scheiße. Oh fuck, meine Nachbarn werden wahrscheinlich denken, hier ist irgendjemand gestorben. Woher kommst du? Wo bist du? Oh shit, ich höre eine Stimme. Aber das Geräusch sagt 87, 88. Woher kommst du? Wo bist du? Wie heißt du? Nee, einfach nur zwei Fragen, wie alt bist du? Ja, genau. So, ja. Oh, das Licht ist ausgegangen. Es ist komplett dunkel, ja. Geh schnell zum Sicherungskasten oder soll ich dich oben abholen? Ich bin eingesperrt in einem Raum mit einem Radio und sehe nix. Oh, die Tasse! Sag ihm, die Tasse fliegt wie rum! Wie alt bist du? Die Tasse fliegt wo rum. Wo bist du? Sehen, dass ich die Tür geht auf! Die Tür ist auf! Da ist ein Kopfloser! Achso, nee, das ist nur Lara. 10 hochgegangen, wieder auf 90. Also als dann erstes 85, schön, dann davon dich zu sehen. Schön, mal, dass du überlebt hast. Leg mal das Gerät. Hallo. So, ich geh mal rein und ich mach mal, weißt du, dicke Bro. Marcel, soll ich zwei Räume vorher warten oder so? Ja. Für die Klicks, kannst du die Kamera ein bisschen drehen? Fick dich, Arschloch. Oh Mann. Du, Alex. Was soll ich machen? Ja, Alex. Oh, Mann. Du gehst jetzt rein. Okay. Ich mach den Sicherungsdings wieder an. Jo. Okay, rein. Hinter mir. Nee. Okay. Ja, okay. Hier kommen wir rein. Hier ist nichts wieder an. Ja. Was ist los? Sollen wir raus oder wir warten? Wir kommen einfach raus. Was? Wir gehen raus. Ich habe Geisterbox-Eintrag über Heinz. Raus. Mehr brauche ich nicht. Stand der Heinz und er hat auch zu mir gesprochen. Was? Ist die Action an mir vorbeigegangen? Ich hab gar nichts gesehen. Oh Gott, nee. Also was war jetzt genau? Ich hab nichts gerafft. Ich auch nicht. Klär uns auf, los. Mach schon. Dann kann ich dir fragen, wo bist du, wie alt bist du? Und bei wo bist du, die Frage, stand drauf, Bill Heinz, und er hat auch zu mir gesprochen, Bill Heinz. Und deswegen, wenn er sagt und schreibt, wer heint, dann gehe ich natürlich so raus, weil ich will nicht, dass irgendwas hinter mir ist. Achso, der war hinter dir. Wollte ich gerade sagen, weil du davon ausgehst, dass er behind dir steht. Ja, okay. Genau, also war das die Geisterbox, oder Sinn. Was? Genau, Geisterbox. Ich war doch hinter dir. Ja, und wenn er auf ja. behind. So. Ja, stimmt, man kann wirklich nur Dämon auswählen. Also dann es ist es wohl Dämon. Ein Dämon. Das reicht mir und deswegen bin ich oh, raus. Oh shit, boys. Okay. Ja, da bin ich auch für. Da, ja. So, dann rufen wir jetzt Dean und Sam. Ja, rufen wir jetzt die Profis. Wir waren wieder durch die, oh nein, sind wir etwa diese komischen Dudes? Ja! Oh nein! Die wollten nichts annehmen! Können wir abschießen den Job? Ja. Oder wollte jemand sterben gehen? Nein. Nee. Geil. Ghostfaces! Ja! High five! Chopper! Ach, das war jetzt mal eine geile Runde, oder? Was sagt ihr dazu? Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir dann wieder eine Runde Phasmophobia spielen. Phasmo? Ja, Phasmo. Phasmophobia spielen. Und vielleicht auch die Schwierigkeit ein bisschen erhöhen. Auf jeden Fall coole Dudes und Dudettes. Mir richtig gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch dabei. Lasst mir ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Euer Animal Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.